Herzlich willkommen zu Zelda A Link Between Worlds. Ja, es geht weiter mit Part 2. Und wir sollen jetzt den Sahasrara besuchen, der sich in diesem Haus befinden müsste. Also gehen wir da auch rein und schauen, was er uns zu sagen hat. Jetzt das Maß, das mir Prinzessin Zelda. Huch! Hä? Ui, ich muss wohl eingedöst sein und versaute Träume gehabt haben. Naja. Wie, was, O Link? Was ist, du machst aber ein ernstes Gesicht. Naja, das ist so Gemälde und Zelda. Die Schwester wurde in ein Gemälde verwandelt und entführt. Oh nein, ich habe eine schreckliche Ahnung. Du kennst doch sicher diese Legende, die erzählt, was vor langer, langer Zeit hier in Hyrule geschah. Kommt er jetzt wieder mit der Ganon-Legende? Ich muss es aber mal ausprobieren, ich weiß, vielleicht meint er auch eine andere. Legende? Ich bin mir sicher, du hast schon einmal davon gehört. Jeder Bürger von Hyrule kennt die Legende. Vor langer Zeit stürzte Ganon, der König der Finsternis, unser Reich ins Verderben. Doch wie aus dem Nichts erschien der legendäre Held und versiegelte Ganon mit Hilfe der sieben Weisen. Ja, die Legende. Okay. Aber jetzt ist nicht die Zeit, in aller Seelenruhe über diese alte Geschichte zu plaudern. Schwester Ceres ist eine Nachfahrin der sieben Weisen, die damals Ganon, den König der Finsternis, banden. Dieser Mann, der sich Yuga nennt, erscheint es auf die Weisen abgesehen zu haben. Kann es wirklich sein, er hat vor Ganon auferstehen zu lassen? Nein! Ein verdächtiger Mann wurde am Ostpalast gesichtet. Ich habe meinen Schüler Osphala dorthin entsandt. Osphala ist auch ein Nachfahre der sieben Weisen. Wenn der Mann Yuga war, schwebt Osphala in größter Gefahr. Ich würde niemals rechtzeitig dort sein. Kannst du mir helfen, Link? Überbringst du Osphala meine Nachricht? Ich habe auf deiner Karte markiert, wo der Ostpalast ist. Vergiss nicht, dass du die Karte mit Plus vergrößern kannst und mit Minus verkleinern kannst. Bitte verschwende keine Zeit und eile dorthin. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, was ist hier links? Ich verschwende keine Zeit. Hallo, Oma. Wo treibt sich Osphala eigentlich rum? Wie ich ihn kenne, wird er sich mal wieder bei der schönen Prinzessin einschmeicheln. Ach, wie schön war das, als ich noch die allergrößte für ihn war. Aber ich quatsch zu viel. Ja, das tust du. Ach, wir gehen einfach mal. Oh nein, wir müssen Osphala retten, um jetzt mal ein bisschen Dramatik in das Spiel zu bringen. Osphala, nein, komm hier runter. Yay. Okay, man kann hier runterspringen. So, ich würde mich jetzt am liebsten noch in der Stadt umsehen. Aber ich weiß es nicht. Man kann jetzt eh noch nicht alles machen. Ich kann ja einmal hier den Wetterhahn hier aktivieren. Weil die werden ja irgendwie auf der Karte eingetragen und werden wohl wichtig. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Möchtest du spielen? Ja, komm, wir speichern auch einmal. Das dauert ja nicht lang, das geht ja ruckzuck in dem Spiel. So. Wie wär's mit einer Pause? Nein, das Spiel ist neu und ich werde es jetzt suchten. Das kannst du vergessen. So, wir gehen jetzt zum Ostpalast. Die Stadt schauen wir uns später an, versprochen. Das kommt alles später. Ein Stein. Eine Hexe. Warum? Was ist denn jetzt? Ah, Link. Ah, okay, pass auf. Jetzt habe ich es gecheckt. Also ich meine, dass in der Link to the Past dieser Weg nicht existierte. Den haben sie jetzt in Between Worlds frei gemacht und man kann schneller zur Schmiede. Okay. Weil das Plot für den Plot wichtig war für den Anfang, hat man wohl den kürzeren Weg hier gewählt. Aber ich meine, dass der in der Link to the Past nicht existierte. Genau wie dieser Weg hier oben. Der ebenso wenig. Aber egal. Das sind Details, auf die ich wahrscheinlich achten werde, weil ich möchte ja auch ein bisschen drauf achten, was haben die denn so verändert an der Map? Das ist ja auch ganz interessant. Und wir gehen jetzt einfach mal zum Ostpalast und hauen diese Kakteen kaputt, die überall rumlaufen. Und da können wir noch nicht lang, da sind Steine, das ist nicht so toll. Müssen wir etwa unten lang? Kann ja auch sein. Mein Handy klingelt, einen Moment. So, weiter geht's. Da wird man dummerweise unterbrochen während einer Aufnahme. Das ist wichtig und man muss rangehen, es tut mir leid. Aber ihr merkt davon ja kaum was, denn es wird ein gut gesetzter Schnitt sein. Wo ich sage, wartet Moment und dann geht's sofort weiter. Toll, oder? Octoroks sind auch wieder da. Gut. Es ist übrigens sehr komisch, sich wieder direkt in die Aufnahme einzufinden, wenn man angerufen wurde. Naja, aber das wird schon gehen. Für Zelda tue ich mir das an. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange die Aufnahme ist, weil meine Aufnahme noch weiter lief, während ich abwesend war. Hätte ich vielleicht stoppen sollen. Die kommen aus dem Boden geploppt. Sind das Schleimis? Die sehen aus wie die Kakteen von damals. Oh, guck mal, Zoras. Ach, die sind ja auch irgendwie knuffig. Guck's dir an. Okay. Hier müsste eine Höhle sein. Genau. Und da müsste eine Fee drin sein. Und die wollen wir mal suchen. Mal gucken.
Ich werde deine Wunden heilen. Schließe deine Augen, vergiss deinen Schmerz. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie ein Kerl im grünen Anzug mit Flügeln. Ah, ich dachte, oh Gott. Also die Fee ist nicht hübsch geworden. Okay, ich nehm's mal so hin. Gut, dann gehen wir mal aus Fala suchen. Huch, warum sind da Bögen drauf? Ein Rätsel. Ich sehe schon und ist das Moment. Wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir. Ich warte im Haus südlich des Schlosses auf Sie. Ravio, fahrender Händler. Aha, Geldmacher-Sau. Oh, was war das denn für ein... Ach so, ihr seid das, diese Springaugen. So, und ihr seid die Statuen. Kann man euch noch kaputt... Ja, schön. Ihr seht übrigens sehr schick aus, muss ich gerade mal anmerken. Und dass die über mich drüber springen können, ist auch sehr verstörend. Das ist so ungewohnt. So lebst du auch? Nö. So, hier überall Gegner, die hier rumrennen. Das ist ja schrecklich. Hier ist noch eine Höhle, da gehen wir mal rein. Hallo? Du bist eine Schlange. Ich hätte dich fast irgendwie angesprochen. Also, versucht anzusprechen. So, da komme ich auch nicht hoch. Also ist das hier auch wieder eine Höhle, die noch sinnlos ist. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wo Osfala... Ich weiß, glaube ich, wo Osfala sich befindet. Da komme ich nicht weiter. Also ungefähr. Oder ich muss jetzt zu Ravio. Das kann natürlich auch sein. Dass Ravio mir direkt irgendwas geben muss, damit ich weiterkomme. Aber wir gucken uns erstmal um. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich glaube, ich bin mit der Annahme sehr richtig. Okay, dann gehen wir zurück zu Ravio. Mal gucken, was der zu sagen hat. Weil ohne ihn kommen wir hier nicht weiter. Na dann. Dann bin ich mal wieder gebacktrackt, ne? Hätte Ravio auch vorher sagen können, dass er Sachen für uns hat, die wir gebrauchen könnten. Wahrscheinlich noch für teuer Geld, aber ich hoffe, ich habe schon genug Rubine mitgenommen. Ich glaube nicht, dass Ravio uns was umsonst gibt, außer das Armband, was wir da haben. Was aber, glaube ich, auch noch eine... Ach, verdammt. Was, glaube ich, aber auch noch eine andere Bedeutung haben wird, als nur zu müffeln. Von daher... Gehen wir einfach mal zu uns nach Hause. So, das müsste doch hier links sein. Genau. Ravio. Ravioli. Oh, Ravioli. Gut. Gucken, was er zu sagen hat. So, was hast du? Willkommen zurück, kleiner Held. Mit deiner großzügigen Erlaubnis lasse ich es mir hier... Was ist passiert? Der Weg ist zu und da stand ein Schild von dir. Der Ostpalast? Ah, du hast wohl mein Schild entdeckt. Ja, ich bin dort vorbeigekommen, weil ich ein schönes Plätzchen suchte, wo ich einen Laden eröffnen kann. Aber die Gegend dort ist so monsterverseucht, dass ich gleich wieder kehrt gemacht habe. Hast du auch die Steine mit den Symbolen dort gesehen? Weißt du noch, für was für Symbole das waren? Ja, es war bestimmt ein Zauberstab. Nein, es war natürlich der Bogen mit dem Pfeil. Ja! Das sieht dem Ding hier ziemlich ähnlich, oder? Hier, nimm mal. Wir kriegen den Bogen... Ach, ausgeliehen. Okay, du hast den Bogen ausgeliehen. Besiege Gegner aus der Ferne, du kannst dich beim Zielen bewegen. Normalerweise gibt es meine Waren nur gegen Bares, aber wenn er dir weiterhilft, leih ich ihn dir gerne. Nur wenn dir etwas zustößt, hätte ich ihn gerne wieder zurück, ja? In Link Between Worlds kann man ja Dungeons in beliebiger Reihenfolge machen. Oh, hallo Magieanzeige, was zur Hölle? Das hier ist der Ausdauerbalken. Wenn du Ravios Items verwendest, nimmt er ab. Mit der Zeit lädt er sich wieder auf. Ist er leer, kannst du eine kurze Zeit lang Ravios Gegenstände nicht mehr verwenden. Probier es am besten gleich einmal mit dem Bogen aus. Möchtest du die Erklärung noch einmal hören? Nein. So. Okay, Bogen. Items? Bogen. Auch auf Y gelegt, okay. Okay, das ist cool. Ich mag den Bogen. Also man kann ja Items relativ früh bekommen. Meistens Leihware. Okay, One-Hits. Sehr schön. Und wir sehen, wir haben unendlich Pfeile, oder? Krasse Sache. Wir haben unendlich Pfeile. Aber dafür haben wir den Ausdauerbalken. Damit wir die nicht spammen können. Ja, und dann kann man es nicht mehr benutzen. Finde ich, ist eine schöne Lösung. Auch wenn man nie Pfeilmangel hatte bei Zelda. Aber dann wollen wir mal... Shit. Ich habe keine Ausdauer mehr. So. Aha. Vielen Dank.
So, und jetzt kommen wir ja auch weiter. Und da ist auch das Haus, wo wir hin müssen. Boah, so viele Rubine da oben. So, da oben sind nur Gegner. Da ist eine Kiste. Komme ich da schon hin? Da komme ich da hoch. Kann ich die denn... Sind das Gegner oder... Ah, perfekt. Ich hoffe, die da hinten sind auch Gegner, weil dann kann ich da schon durch und mir die Kiste da holen. Seid ihr auch Gegner? Perfekt. Gut, dann kriegen wir schon mal die Kiste da oben. Ist doch schon mal perfekt gelaufen. 20 Rubine. Gibt nicht alles auf einmal aus. Okay, machen wir nicht. Und einmal hier rein. Hoffentlich geht es ihm noch gut. Was? Da unten sehe ich jemanden, aber ich komme hier nicht rein. Was zur Hölle? Gibt es noch einen anderen Weg? Schon krass, wie sie das verändert haben. In A Link to the Past war das nur ein Haus. Noch mit einer Wand zum Sprengen und mehr nicht. Oh, da kann man noch nicht hin. Haben wir nur ein Auge, was nicht One-Hit ist. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Kann ich jetzt... Moment mal. Ah, jetzt bin ich hier oben. Okay, dann komme ich hier weiter. Sehr, sehr gut. Was ist hier links? Da ist nur eine Statue, die noch einen auf den Kopf kriegen will. Und du auch. Komm. Super. Dann gehen wir mal in den ersten Dungeon, würde ich sagen, ne? Danach sieht's ja aus. Ja. Coole Sache. Bin ja gespannt, was sie aus den Dungeons gemacht haben. Das ist ja die Hauptneuerung aus dem Spiel. Da kommen wir noch nicht hin. So viele Truhen zu entdecken. Ach, du bist Osphala. Wer da? Ach, du bist es nur. Der Lehrling aus der Schmiede, oder? Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Was hast du denn an einem Ort wie diesen zu suchen? Ja, dich suche ich. Weil... Genau. Was? In der Kirche? Du bist also gekommen, um mich zurückzuholen? Hahaha. Ob der Mann, der hier gesehen wurde, tatsächlich dieser Yuga ist? Ich werde es herausfinden. Der alte Saaster Rala macht sich mal wieder zu viele Sorgen. Hält er mich für einen hilflosen Schuljungen? In meinen Adern fließt das Blut der sieben Weisen. Halte ich mal nicht für den Besten. Solange ich diesen Sandstab habe, ist auch ein monsterverseuchtes Verlies kein Problem für mich. Es hat die Ravio-Ohren. Das ist, glaube ich, nur Leihware. Ich komme zurück, sobald ich herausgefunden habe, wer er ist. Bis später. Ich komme mit. Warte auf mich. Aber vorher möchte ich diesen Vogel wecken. Na, wer hat euch hier eigentlich alle aufgestellt? Warum könnt ihr euch bewegen? Der Wetterhahn. Einmal speichern. So, perfekt. So. Gehen wir mal schon mal rein, wa? Mal gucken. Ostpalast. Seid ihr der Gegner? Nee, aber hier sind Schalter. Ich könnte jetzt durch die Mitte schon gehen, da in der Mitte ist schon ein Schalter. Gut, die Rubine nehme ich gerne mit. Ich möchte jetzt erstmal links und rechts gucken, was so auf mich wartet. Ah, die ist zu. Warum? Kann man nicht schieben? Klack. So, die Tür ist auf. Du bist immer noch zu, ja? Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Bist du ein Gegner? Nein. Du bist ein Gegner. Oh, sehen die cool aus. Ein bisschen eklig, aber auch cool. Das sind die Kanonenkugeln. Okay, ich dachte jetzt kurz, das wäre ein Gegner, aber das sind die Kanonenkugeln. Die hier sehr fancy aussehen. Und oh Gott, jetzt kommt eine große. Okay. Und jetzt kommen wieder kleine. Das ist sehr schön. Sehr schön bisher. Bisher gefällt mir die Optik. Sind das Gegner? Ich denke immer, die Statuen sind Gegner. Wow! Okay, das war mies. Das war eine miese Aktion. Spiel. Das war eine miese Aktion, Spiel. Okay, Fallen sind hier auch gut aufgebaut. So, ihr seid keine Gegner. Was ist hier? Oh, jetzt leben die. Okay. Stirb. So. Hallo, Tentakelmonster. So, was ist mit euch? Das ist Etagenschießen. Man muss ja in dem Spiel hier in Etagen denken. Das ist ja auch eine kleine Neuerung aus dem für das Spiel. Das war ja vorher auch nicht so. Da war ja alles eine flache Ebene in dem Sinne. Also es war nicht richtig ersichtlich, was eine andere Ebene ist. Also es war schon irgendwo ersichtlich, aber es war nicht so dargestellt. Das meine ich. Also die Darstellung ist schon ein bisschen aufgewertet worden. Oh, drei normale Gegner, die mich besiegen wollen und mit einem Schlag weg sind. Oh nein, vier Stück davon, die auch mit einem Schlag weg sind. So, kommen jetzt fünf oder was? Nee, okay. Ja, es war so ein Gegnerräumchen.
So, kommen wir jetzt da oben zur Kiste? Hier ist ein Knopf, aber ich möchte erst die Kiste hier haben. Der Kompass. Ich habe die Karte noch nicht mal, Freunde. Was soll das denn? So, klack. Du bist... Achso, ihr seid die normalen... Ich habe einen Schlüssel. Okay, dann können wir doch durch die Tür da oben. Und rein da. Okay, was passiert hier? Die Musik ist sehr bedrohlich. Möchte ich auf diesen Knopf drücken? Ja, aber erst im nächsten Part von Zelda: A Link Between Worlds. Bis zum nächsten Mal. Ciao.